freue mich sehr, heute Abend hier zu sein, damit ich über einen Schriftsteller vorlesen kann, der dazu beigetragen hat, die interkulturelle Bindung zwischen Italien und Deutschland zu festigen und der eine besondere Bedeutung für die Stadt Marburg hat. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei dem Verein Strom und dem Institut für romanische Sprachen, romanische Literatur und Romanistik der Philipps-Universität bedanken. Insbesondere danke ich Herrn Mark Paulsen, Herrn Wölker und Herrn Professor Olaf Müller für die Einladung. Ich muss mich im Voraus bei euch allen für mein Deutsch entschuldigen. Ich werde versuchen, klar zu sein. Nuto Revelli wurde in Cuneo 1919 geboren, am 21. Juli, und er starb in Cuneo 2004. Er erzählt in seinen Büchern von den moralischen Sorgen einer ganzen Generation, die auch Designer war und die unter dem Faschismus aufwuchs, als man nicht denken oder kritisieren konnte. Man konnte nur gehorchen und sich mit der Lage abfinden. Als er 1942 als Unterleutnant der Alpini freiwillig nach Russland fuhr, erlebt er den Untergang der italienischen Armee und nahm einen katastrophalen Rückzug der besiegten Truppen der faschistischen Achse teil. Während der Wochen der Rückzugs fing er an den Faschismus und die Deutschen tief zu hassen, obwohl er dem faschistischen Regime als junger Mann mit Begeisterung beigetreten war. Er kehrte nach Italien zurück und erlebte die Katastrophen von 25. Juli und den 8. September 1943. Diejenigen, die Notwendigkeit überzeugten, in die Berge zu gehen, also in deren Widerstand, und gegen die Faschisten und die deutschen Besatzer zu kämpfen. Er trat in die Bande Italia Libera ein, die unter anderem von Dante Vito Bianco und Duccio Galimberti geführt wurde. Schnell wurde er zum militärischen Führer der 4. Bande, die später Brigade Carlo Rosselli genannt wurde. Bei einem Motorradunfall im September 1944, der über alles sein Gesicht zerstörte, verletzte sich Nuto sehr schwer. In Paris unterzog sich Operationen und konnte schließlich im April 1945 seine Brigade wieder erreichen, um Cuneo zu befreien. Also, nach dem Krieg ließ er sein antifaschistisches Engagement durch Literatur erneut aufleben. Sein erstes Buch, Mai Tardi, 1946 und dann neu aufgelegt 1967, bietet ein realistisches und antirhetorisches Bild der Russlandsfeldzugs. Die Sprache von Mai Tardi verdeutlicht die Stimmen der Soldaten und zeigt mögliche Äußerungen, Sarkasmus, Dialekte und Schmierrede auf. In seinem zweiten Werk, La Guerra dei Poveri, 1962, schildert er zweierlei Erfahrungen. Einerseits die des Krieges, andererseits die des Widerstands. Die Entwicklung des Autors von seiner jugendlichen Begeisterung für den Faschismus hin zu seiner Partisanenwahl vom 8. September 1943 wird beleuchtet haben. In den 60er Jahren fand Revelli an, sich einer neuen Forschungsrichtung zu widmen. Nachdem er seinen Widerstand beschrieben hatte, erweiterte sich sein Diskurs insofern, dass er die Erfahrungen der anderen, der einfachen Soldaten, der Bauern und der Gebirgsleute, die in den Krieg geschickt wurden, um sinnlos zu sterben, entschloss. Das Thema Krieg blieb noch zentral. Aber die Perspektive war jetzt eine andere. Er wollte den Krieg der Armen schildern, beziehungsweise jener, deren Erfahrung nie erzählt worden war. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit auf die Veteranen Russlands, viele von denen nach dem Krieg am Rand der Gesellschaft lebten.
die italienische Gesellschaft betrunken vom Pole gehen und sich danach sehnen, die Vergangenheit zu vergessen und durch das Wirtschaftswunder so viel Reichtum wie möglich zu erlangen, ignorierte die Existenz des Elends und der Marginalisierung, die in den armen Regionen existierten. Rebellisch blühte 40 Veteranen sowjetischer Gefangenschaft auf, sammelte ihre dramatischen Zeugnisse und veröffentlichte sie im Buch La Strada del Dabei, 1966, ein Werk, das den Krieg der armen Christen von unten erzählt. Als er diese Männer traf, betrat er zum ersten Mal die Bauernhäuser und entdeckte, dass in fast jedem Bauernhaus das Briefbündel eines im Krieg verschwundenen Sohnes, Bruders oder Ehemannes aufgefahren wurde. Ein zweiter Forschungsschwerpunkt bildete sich heraus, der zur Veröffentlichung des Buchs L'ultimo fronte führte, 1971. Eine Anthologie von 1300 Briefen von Soldaten, aber 10.000 waren, die er gesammelt hatte. Eine wertvolle Dokumentation, die Beziehung zwischen der bäuerlichen Bevölkerung und dem Krieg darstellte. Ein wichtiger Aspekt dieser Forschung war die Reflexion über das Problem der Vermissten. Die Figur des Vermissten war eine echte Obsession für Rebelli und war vielleicht einer der zentralen Aspekte seines Nachkriegstraumas. In Russland hatte er während des Rückzugs hunderte von Soldaten gesehen, die erschöpft im Schnee auf der Strecke zurückgeblieben wurden. Er selbst musste viele Verwundete aufgeben, weil sie nicht abtransportiert werden konnten. Und er wusste genau, dass die Gefahr, verloren zu gehen, auch ihn selbst getroffen hatte. Seine Soldaten hatten ihm geholfen, indem sie ihn zusammen mit anderen Verwundeten auf einen Schlitten legten und ihn so das Leben gerettet haben. Der Zustand der Vermissten war für Rebelli erschreckend. Wenn ein Soldat für vermisst erklärt wird, wissen die Angehörigen nicht, ob er noch lebt oder tot ist, so hören sie nicht auf zu hoffen, dass er eines Tages nach Hause zurückkehren wird. Rebelli wusste daher, dass die Vermissten das schlimmste Erbe des Krieges sind. Der Dialog mit der bäuerlichen Welt begann schließlich und der Schriftsteller verstand, dass zusammen mit dem Thema Krieg auch andere Gegenstände wie zum Beispiel Arbeit, Familie, soziale Praktiken, Auswanderung, Hunger, Armut in den Gesprächen auftauchten. Um diesen Reichtum des bäuerlichen Lebens zu sammeln, erkundete er jahrelang die gesamte Provinz Cuneo und führte über 500 mündliche Interviews durch, die teilweise in die Bände Il Mondo dei Vinti 1977 und La Bella Forte 1985 eingingen. Aus dieser langen und geduldigen Arbeit entstand das Porträt oder Selbstporträt der armen Landschaft. Diese war eine geschlossene Welt, deren kulturelle Vorbilder und Traditionen, deren Erbe, Wissen, Arbeitstechniken fast nur noch in den Worten der Dialekte überlebten. Rebelli ignorierte weder die reiche Landschaft noch wertete er die Verbreitung des Wohlstands ab. Er beobachtete jedoch die Auswirkungen der ethnischen Modernisierung Italiens mit Sorge und Argwohn. Denn während ein Teil der Bevölkerung reicher und zu einer neuen Gesellschaft des Konsums und des Konsens wurde, blieb ein weiterer größerer Teil Bauern, Bergwohner, Handwerker arm. Dieser Teil war von den Vorteilen der Moderne und der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten, ohne grundlegende Infrastruktur und wurde von einer Art Entscheidung gestellt. Entweder das Land verlassen und in der Fabrik arbeiten oder auf seinem eigenen Land in Armut leben, da es zu klein, unfruchtbar oder unzugänglich war und so wirtschaftlich nicht genutzt werden konnte.
Rally hat sich diesen Teil der Gesellschaft angeschaut und erkannt, dass diese armen Bauern dieselben waren, die er bereits in Russland gesehen hatte. Von ihrem Boden gerissen, um als Soldaten in einen Krieg zu ziehen, den sie nicht wollten und nicht verstanden. Viele von ihnen waren schon alt und gebrechlich. Selbst wenn sie wollten, hätten sie sich auf dem Markt der neuen Wirtschaft nicht durchsetzen oder integrieren können, weil sie nicht die Kraft hatten, in der Fabrik mit zermürbten und Schichten um den Pendeln zwischen ihrem Dorf und der Stadt zu arbeiten. So wollte Revelli diesen Italienern das Wort erteilen, die nie gesprochen hatten, aber immer den höheren Preis für die Größe der Nation bezahlt hatten, mit Krieg, Armut und Emigration. Nach 25 Jahren des Dialogs mit den Bauern verstand Revelli in den 80er Jahren, dass diese Welt aus ihrem Minderheitenstatus herausgekommen war, zum Teil durch die Möglichkeiten der Modernisierung, zum Teil durch die Herbeiführung eines Mentalitätswandels bei den jungen Männern und Frauen, die sich weigerten, ein Leben des Elends wie das ihrer Eltern und Großeltern zu wiederholen. Revelli näherte sich dieser komplexen sozioanthropologischen Forschung als Autodidakt und ohne jegliches akademisches Vorwissen. Da er als Metallverkäufer arbeitete, widmete er seine Freizeit der Forschung und fuhr durch das ganze Land und ins Gebirge, um Bauern zu treffen. Er war also ein Pionier der Oral History in Italien und seine Lehre ist für die historische Methodologie noch heute von großer Bedeutung. Dann Mitte der 80er Jahre änderte sich sein Interesse abrupt, als er zufällig von einem Bauern die seltsame Geschichte eines deutschen Soldaten erfuhr, der 1944 von sich Reden gemacht hatte, weil er als guter Deutscher galt. Eines Tages verschwand er und hinterließ nur das Echo einer Legende. Die Geister der Vergangenheit tauchten plötzlich wieder auf. Krieg, die verhassten Deutschen, Russland, die Gewalt. Der Schriftsteller misstraute diese Geschichte des guten Deutschen, aber ein Zweifel machte sich bemerkbar. Wenn es wahr gewesen wäre, dass nicht alle Deutschen Kriegsverbrecher gewesen wären, dann würde es sich vielleicht lohnen, mehr zu wissen auch, um das antideutsche Vorurteil loszuwerden. Dass wir alle Formen des Hasses auf einen Feind eine echte Gefangenschaft waren. 10 Jahre später, am Ende der langen Forschung, die sich der Identität dieses einzelnen Reiters widmete, veröffentlichte Revelli Disperso di Marburg, auf Deutsch der verschollene Deutsche, 1994. Sein größter Verkaufserfolg, der als ein Akt der Freundschaft und Versöhnung zwischen zwei einst durch Hass gespaltenen Völkern gepriesen wurde. Autobiografie, Oral History und traditionelle Historiografie liegen in der Gattung Tagebuch, die Revelli für seinen Bericht gilt, eng beieinander. Auf diese Weise kann er die Fortschritte einer begeisterten Nachforschung erzählen. Am Ende der 90er Jahre um Anfang 2000 Jahre veröffentlichte er weitere zwei Bücher. Il Prete Giusto, 98, behandelt die Lebensgeschichte von Don Raimondo Viale, einem nonkonformistischen, antifaschistischen Priester, der nach dem Prinzip der Freiheit und des Widerstehens lebte. Und Le Bourguer, sein letztes Buch, 2002, ein autobiografischer Essay, in dem Revelli seine persönliche Entwicklung vom Faschismus zum Widerstand wieder erzählte. Und wir kommen zum Buch. Der verschollene Deutsche ist das Buch, mit dem es Revelli gelang, sowohl in Italien als auch im Ausland bekannt zu werden. Er war sein erstes Buch, das ins Deutsche übersetzt wurde.
Die 90er Jahre begannen mit der Wiedervereinigung Deutschlands und mit dem Golfkrieg. Die sehr wichtig für Berlin galten. In Italien brach der Skandal von Mani Pulite aus, wodurch die alte politische Klasse gestürzt wurde. Davon profitierte Silvio Berlusconi, ein populistischer Unternehmer, der die politischen Institutionen nutzte, um seine eigenen Interessen zu verfolgen. Dies waren auch die Jahre des Revisionismus, weil unter den Regierungen von Berlusconi der Faschismus wieder auflebte. Die Erinnerung an die Resistenza durchlief eine schwere Krise, und als die Welle des Neofaschismus in Italien wuchs, wurden die moralischen und politischen Werte des Partisanenkriegs aus der republikanischen Verfassung abgeleitet wurde. Für die jüngeren Generationen immer abstrakter und weniger greifbar. In diesen Jahren versuchte Rebelli, die Erinnerung an den Widerstand vor Vergessenheit und Manipulation zu verteilen. Unter dem revolutionären Licht, das Claudio Pavone mit seinem Buch Una guerra civile 1991 auf die Moralität in dem Widerstand geworfen hatte, wollte Rebelli jetzt seine eigenen Erinnerungen an den Partisanenkrieg hervorbringen, um die Frage nach der Feindschaft neu zu stellen. Nach jahrelanger Forschung über den Untergang der traditionellen Bauernkultur kehrte Rebelli durch die Geschichte des verschollenen Wehrmachtssoldaten zum Thema Krieg zurück. Zu Beginn der 80er Jahre, als er die Lebensgeschichten der Bauern notierte, erzählte ein ehemaliger Partisan diese ungewöhnliche Legende von einem einzelnen Reiter. Von dem guten Deutschen, dem einsamen Reiter, habe ich zum ersten Mal vor etwa 20 Jahren gehört. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie mir diese unglaubliche Geschichte zu Ohren kam. Sie klang wie ein Märchen, hat sich mir aber tief ins Gedächtnis geprägt und mich nie mehr losgelassen. Ich arbeitete damals an meinem Buch Il Mondo dei Vinti, die Welt der Besiegten, über die bäuerliche Welt des Piemont und wollte eigentlich nichts mehr wissen von meinem Krieg und dem Krieg der anderen. Dennoch fesselte mich immer wieder die schwierige und umstrittene Frage, wie das Verhältnis zwischen Partisanen und bäuerlicher Bevölkerung war. Die Lebensgeschichten, die ich notierte, wenn ich kreuz und quer durch meine Heimatprovinz fuhr, genügten mir nicht. Jede Gelegenheit war recht, einen Beleg oder eine Information zu sammeln. Marco traf ich durch Zufall und verwickelte ihn ohne große Umschweife in ein Gespräch über das Thema, das mir im Herzen lag. Ich sagte zu ihm: Du warst doch Partisan und du bist Bauer. Wie weit standen deiner Meinung nach damals in den 20 schlimmen Monaten die Leute auf dem Land auf unserer Seite? Marco erkannte die Fallstricke meiner Frage sofort. Und nach der alten Bauernregel, nie eine unmittelbare, spontane Antwort zu geben, hielt er sich bedeckt. Ob die Leute auf dem Land auf unserer Seite standen, stellte er die Frage noch einmal an sich und an mich, um Zeit zu gewinnen. Dabei musterte er mich aufmerksam, als ob er von mir einen Rat, einen Hinweis auf die Antwort erwartete. Sie standen auf unserer Seite, sagte er schließlich, obwohl sie wie zwischen Hammer und Amboss lebten, immer in der Angst vor Repressalien. Die Erinnerung an die Repressalien brachte Marco dazu, mir die Begebenheit zu erzählen, die sich ihm besonders eingeprägt hatte. Im Sommer 1944 geschah etwas, an das sich nur wenige erinnern und wovon vielleicht nicht einmal du etwas weißt, begann er seine Erzählung mit der Sicherheit dessen, dem endlich das Richtige eingefallen ist. Ein deutscher Offizier verließ jeden Morgen um die gleiche Zeit zu Pferd die Kaserne von San Rocco und ritt immer wieder auf demselben Weg bis zu der Straße zwischen den Kapellen der Madonna degli Angeli und der Crocetta. In der Nähe von Tetto Gralia gibt es einen Weg am Ufer des Gesso, der sich in dem Gelände zwischen dem Kiesbeet und den gegenüberliegenden Höhen verliert. Der Deutsche nahm diesen Weg bis zu der Bahn unter Führung Cuneo Borgo und dann ritt er querfeldein. Es war ein ruhiger Mann, anscheinend ein guter Mensch. Manchmal hielt er auf der Tenne unseres Hofes an und wechselte ein paar Worte mit den Kindern. Die Leute hatten keine Angst vor ihm. Sie hatten sich daran gewöhnt, ihn immer um die gleiche Zeit auftauchen zu sehen.
Eines Morgens wurde dieser Deutsche, man hat nie erfahren von wem, ganz in der Nähe unseres Hauses getötet. Sein Pferd lief den gewohnten Weg zurück und kam allein ans Kasernentor. Dann begann die Säuberung, die den ganzen Tag dauerte. Aber die Leiche wurde Gott sei Dank nicht gefunden. Sonst wäre es mit uns aus gewesen. Sie hätten mindestens 10 Unschuldige umgebracht und alle Häuser in der Umgebung niedergebrannt. Noch nie hatte ich eine so ungewöhnliche Geschichte gehört, so unvereinbar mit meinen eigenen Kriegserlebnissen. Während Marco sprach, drängten sich mir andere Bilder wie Sequenzen aus einem Film auf. Viel traurigere Bilder, viel düsterere. Von wegen guter Deutscher. Ich drückte Marco meine Verwunderung aus und überschüttete ihn mit Fragen, die aber ohne Antwort blieben, denn er selbst war nicht Augenzeuge der Begebenheit gewesen, er kannte sie nur vom Hörensagen. Er habe diese Geschichte zwar tatsächlich nicht nur einmal, sondern unzählige Male von seiner Familie und den Nachbarn gehört, aber mit der Zeit verliere sich die Wahrheit auch immer mehr und was bleibe, werde Legende, Mythos. Ich will kein genauer wissen, wie sich Dinge abgespielt haben, sagte ich schließlich zu Marco. Such mir jemanden, der etwas weiß, der sich erinnern kann. Ich lasse wieder von mir hören und dann reden wir weiter darüber. Dieses Versprechen habe ich nicht gehalten. Sollte ich mich in eine Untersuchung verwickeln lassen, die bestimmt schwierig und schmerzvoll sein würde? Was hätte ich dabei herausfinden können, dass der Krieg gerecht oder ungerecht war? Das lohnte sich nicht. Ich wollte mich nicht wieder von meiner Vergangenheit gefangen nehmen lassen. Ich wollte nicht, dass die schlecht verheilten Wunden wieder zu bluten anfingen. Es war besser zu vergessen, als sich an zu vieles zu erinnern. Der Krieg war der Krieg, sagte ich mir, und in diesen 20 Monaten war jede Kugel, die einen Deutschen tötete, eine gute Kugel, denn es gab einen Feind weniger. Aber diese noch verschwommene Begebenheit war weit mehr als ein Kriegsereignis, und es gelang mir nicht, sie einfach zu verdrängen. Das Bild des einsamen Reiters, der anhielt, um mit den Kindern zu scherzen, störte mich, schien mir zu künstlich, um wahr zu sein. In meiner Erinnerung sah ich die jüdischen Kinder von Stolpci, die aussahen wie Spatzen mit gebrochenen Flügeln. Und ich beharrte weiterhin darauf, dass alle Deutschen, nicht nur die Männer der SS von Stolpci, nicht Menschen, sondern Bestien waren. Aber diese instinktive, wütende Reaktion brachte mich nicht weiter. Sie genügte nicht, das Bild des guten Deutschen zu verdrängen, das so etwas wie Unordnung in die Ordnung meiner Gewissheit. Vielleicht waren nicht alle Deutschen gleich, dachte ich mir in den wenigen Augenblicken der inneren Ruhe, aber mit zusammengebissenen Zähnen, als fürchtete ich, dem Feind, der doch nur Hass und Verachtung verdiente, schon zu weit entgegengekommen zu sein. Die Jahre vergingen, aber immer wieder drängte sich jene beunruhigende Geschichte in mein Gedächtnis und warf mich auf meine Vergangenheit zurück. Jedes Mal, wenn ich die Kaserne von San Rocco sah, war es, als wäre sie mit dem Ort des Überfalls unsichtbar verbunden. Ich hatte im Winter 1941-42 einige Monate in dieser Kaserne verbracht, bevor wir nach Russland an die Front geschickt worden waren. Ich verlor mich aber nicht in Erinnerung an diese Zeit, sondern fragte mich, wer dieser Deutsche gewesen sein mochte, der am Rande von Kunio genau gegenüber von Boris den Tod gefunden hatte. Wenn ich meiner Fantasie freien Lauf ließ, lief ich Gefahr, mich ganz in diesen Vermissten hinein zu versetzen. Ich sah ihn vor mir als jungen Mann, aber schon vom Krieg gezeichnet, schon innerlich müde wie ein Besiegter. Wie ich es war nach den Erfahrungen in Russland. Sobald aber das Mitleid die Oberhand zu gewinnen schien, schreckte ich auf und brach meine Wachträume ab. Anscheinend gehörte der einzelne Reiter, Herr der Welt der Menschen, als der Welt der Geschichten an. Trotzdem war es nicht einfach, die Legende von der Realität zu unterscheiden. Jahrelang versuchte Rebelli nicht mehr an diese Geschichte zu denken, obwohl er selbst der Protagonist in seinem Kopf und seinen Gedanken blieb und ihn zwang, immer wieder über den Krieg nachzudenken. Die Idee von guten Deutschen war unheimlich, weil dieses Bild sich mit dem Bild des Feindes überlappen konnte. So schlechte Gesinnung gegenüber den Deutschen war über die Jahre zu einer Obsession geworden.
Zudem beleuchtete die Legende die dramatische Frage der Vermissten, weil ihre Lage wirklich das grausamste Erbe ihres Krieges ist. Der Vermisste, egal ob Deutsche, Pole oder Russe, nahm schnell einen Symbolwert an. Ein Vermisster bleibt immer ein Besiegter. Der verhasste Feind wurde in der Gestalt der Vermissten schrittweise wieder als Mensch anerkannt. Er sagt: Ich habe mit den Deutschen überhaupt kein Mitleid. Aber wenn es auch nur einen Deutschen gab, der von dem Bild abwich, das ich mir von ihnen gemacht hatte, dann will ich seine Geschichte kennen. Trotzdem bleibt die Erinnerung an die deutschen Verbrechen immer präsent. Revelli erinnert sich daran: Ich betrachte das Tor hinter den SS-Bikers mit dem Flammenwerfer Antonio Vassallo und Giuseppe Bernardi, dem Pfarrer von Boves, bei lebendigem Eid verbrannt hat. Und wiederum frage ich mich, ob es einen Sinn hat zu glauben, dass es einen guten Deutschen gegeben hat. Die Legende des guten Deutschen widersprach solcher grausamen Erinnerung. Der einzelne Reiter konnte wahrscheinlich ein guter Mensch sein, beziehungsweise ein Junge, der davon kriegt die Nase voll hatte. Revelli konnte sich in dessen Lage hineinversetzen und ihn sich als einen jungen Mann vorstellen, da aber schon vom Krieg gezeichnet, schon innerlich müde wie ein Besiegter war. Genau wie er selber nach der Erfahrung in Russland gewesen war. Zum Schluss fing der Schriftsteller an, daran zu glauben, dass etwas Wahres in der Legende stecken muss. Schon seit einiger Zeit habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass der Vermisste ein deutscher Offizier um die 20 war. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass dieser 20-jährige Offizier weder ein Dummkopf noch ein Draufgänger war, sondern einer, der im Krieg schon zu viel erlebt hatte und deshalb dazu neigte, die Situation als nicht besonders dramatisch einzuschätzen. Durch die Identifikation mit dem Vermissten sowie durch das folgende Mitleid gegenüber seinem absurden Schicksal kommt die Erzählung zu einem deutlich und reifen Antimilitarismus. Dieses Buch ist auch ein Versuch, die Erinnerung an die grausame Realität des Krieges durch die Imagination, die den Vermissten als einen lebenslustigen Jungen schildert, zu mildern. Er schrieb: Anfangs war er nur bis Tintogreie geritten und hatte die Via Budina nicht verlassen. Dann aber hat er sich weitergewagt bis zur Kapelle der Crocetta an der Grenze zwischen Cuneo und Borgo San Dalmazzo. Aber der Streifen zwischen der Hochebene und dem Gesso zog ihn wie ein Magnet an. Dort waren keine Felder, sodass man den Pferd freien Lauf lassen konnte. Weil dort keine Bäume standen, konnte man das Panorama der Berge in seiner ganzen großartigen Schönheit voll genießen. In der Tat ist überhaupt der Imagination freier Lauf gelassen, weil der junge Offizier schließlich getötet wurde, was eine sehr traurige Wahrheit ist. 1987 war das Jahr der Lemberg-Kommission. Lemberg-Kommission war eine Kommission, die das Ministerium der Außen in Italien eingestellt hatte, um über eine Massaker von 2000 italienischen Soldaten im Gebiet Lemberg passiert war. In diesen Arbeit, in diesen Kommission Revelli, wurde Revelli bis März 1988 als Berater mit eingebunden. Aber 1987 lernte Revelli auch den deutschen Rechtshistoriker Christoph Schmidt-Gustavus bei einem Kongress in Turin kennen. Christoph, der zu jener Zeit über die deutschen Kriegsverbrechen in Griechenland forschte, hat Revelli später geholfen, mit den deutschen Militärarchiven Kontakt aufzunehmen, wo die Lösung des Rätsels vom Vermissten lag. Und viel wichtiger, eine lange und tiefe Freundschaft zwischen dieser Männer entstand. 12. Dezember. Christoph hat sein Versprechen gehalten und ist seit gestern Abend in Cuneo. Für mich und Anna ist er bereits zum Freund geworden.
Heute Morgen stiegen wir zum Santuario di San Maurizio hinauf, wo in einem symbolischen Friedhof auf vielen Kreuzen und Steinen die Namen der Vermissten des Russlandfeldzugs aufgeführt sind. Es ist ein trauriger Anblick. Das ist es also, was von diesem sinnlosen, unnötigen Krieg übrig bleibt. Auf dem Rückweg von San Maurizio machten wir in San Costanzo Pause, wo Dalmassin wohnt, mein unersetzlicher Vermittler. Sehr schön war die Begegnung zwischen Christoph und Dalmassin, der in der Welt von gestern lebt, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Am Nachmittag haben wir stundenlang über die Begebenheit von San Rocco gesprochen. Am Montag wird Christoph nach Bologna fahren und dann nach Griechenland fahren. Sobald er wieder in Bremen ist, wird er parallel zu meinen Nachforschungen die Quellen in den Archiven der beiden deutschen Staaten befragen. 13. Dezember. Gegen Abend bittet mich Christoph, gemeinsam mit ihm die Kaserne von San Rocco und den Ort des Attentats aufzusuchen. Wegen der gestrigen Schneefälle und der anbrechenden Dunkelheit ist der Weg gefährlich und ich will erst nicht fahren, aber schließlich gebe ich Christophs Drängen nach. Wir erreichen die Kaserne von San Rocco und dann Tetto Gradia. Ich weiß nicht, ob wir weiterfahren sollen, denn es ist inzwischen stockdunkel und die dünne, vereiste Schneeschicht auf der Straße beunruhigt mich. Christophs Optimismus aber steckt mich an, und so fahre ich den Uferweg entlang. Mit einiger Mühe erreichen wir die Stelle des Attentats hinter der Bahnunterführung. Dann müssen wir bis zum Hof der Donati fahren, denn erst dort kann man wenden. Ich will von diesem gottverlassenen Fleck so schnell wie möglich fort. Christoph dagegen ist ganz in seinem Element. Er ist so gefangen genommen, dass er keinen Moment stehen bleibt, sondern den ganzen Hof ausführlich erkundet. Als er feststellt, dass im Erdgeschoss Licht brennt, schlägt er vor, mit den Bewohnern zu sprechen. Ach nein, Christoph, versuche ich ihn abzuhalten. Siehst du nicht, dass der Hof renoviert ist? Er gehört Leuten aus der Stadt. Hier wohnen nicht mehr die Bauern von früher. Nichts zu machen. Christoph bleibt hart. Er liest Zeitung, sie sieht fern. Es läutet. Die beiden schauen sich fragend an. Dann geht er hinaus. Christoph sieht wie ein hochgeschossener Junge aus. Er ist 2 Meter groß. Er spricht perfekt Italienisch, aber mit ausländischem Akzent. Wie wird er auf den Hausbesitzer wirken? Es vergehen einige Minuten. Dann sehe ich 2 Schatten auf mich zukommen. Aber Sie sind doch Revelli, ruft Dr. E. erleichtert. Herr und Frau E. sind sehr freundlich. Wir machen zuerst etwas Konversation, dann aber entwickelt sich eine lebhafte Diskussion. Christoph gibt zu verstehen, dass der einsame Reiter mit ihm verwandt war, sein Onkel. Ich will eigentlich sagen, dass es nicht stimmt, bin dann aber doch still. Dr. E. stimmt der These zu, dass nicht alle Deutschen gleich waren, und sagt, ich wohnte in der Altstadt von Cuneo in der Nähe des Krankenhauses. Ich erinnere mich, dass ein deutscher Offizier immer in der Küche von Santa Croce zum Orgelspielen kam. Er war ein guter Musiker und vielleicht auch ein anständiger Mensch. Wieder tauchen die alten Fragen auf. Wer mag wohl den deutschen Offizier ermordet haben? Wie lässt sich erklären, dass die Suchaktionen nur wenige Stunden gedauert haben, dass es keine Repressalien gab? Christoph entwickelt weit hergeholt höchst unwahrscheinliche Erklärungsmöglichkeiten. Dann schlägt er mir plötzlich vor, gleich einen der Zeugen aufzusuchen. Ach nein, Christoph, diesmal verlangst du zu viel, antworte ich. Draußen liegt Schnee und es ist dunkel. Jetzt danken wir dem Ehepaar E und dann fahren wir, wenn die Straßenverhältnisse es überhaupt zulassen, nach Podium zurück. Aber Dr. E bietet sich an, uns in seinem Wagen zu begleiten und so hat Christoph wieder seinen Kopf durchgesetzt. Über einen Uferweg, der dann aufs freie Feld führt, erreichen wir ein Gehöft, das in der völligen Dunkelheit wie verlassen daliegt. Als wir aussteigen, treffen wir auf den angeblichen Zeugen Herrn G., der Dr. E nicht sofort erkennt und sich zum Haus zurückzieht. Dann aber schwindet das Misstrauen schnell und G. antwortet auf unsere Fragen. Ich war 1944 8 Jahre alt und ging in San Rocco in die Grundschule. Ich habe diesen Deutschen manchmal vorbeireiten sehen. Meine Mutter sah ihn täglich hier in den Feldern. Dann war das Attentat und gleich sind die Deutschen oder die Russen gekommen, um mich zu suchen. Einer vergaß dort sein Gewehr, so betrunken war er. Mein Vater lief hinter ihm her, um ihm das Gewehr zurückzugeben. Die Partisanen haben den Deutschen umgebracht. Sie haben ihn jenseits des Flusses begraben, in der Nähe von Milano. Die Frau von G. kommt heraus, die hinter der Haustür gestanden und alles gehört hat. Was weißt denn du? Schreit sie ihren Mann an.
du redest und redest und dann berufen sie dich als Zeugen. Dabei hilft es nichts. Wer tot ist, wird dadurch nicht wieder lebendig. Wir kehren zum Haus von Dr. E. zurück. Christoph ist jetzt ganz schweigsam. Die Anwesenheit des Freundes in dieser gespenstischen Umgebung macht mich nachdenklich. Auf meiner Suche nach dem einsamen Reiter habe ich keine Fortschritte gemacht. Aber meinen guten Deutschen habe ich gefunden. Gegen 8 Uhr sind wir in Cuneo. Statt zu essen, diskutieren wir 2 Stunden, machen uns Notizen und entwerfen Briefe an verschiedene deutsche Archive. Mit Christophs Hilfe konnte Rodalene sich mit verschiedenen deutschen Militärarchiven in Verbindung setzen, obwohl das Unterfangen absolut hoffnungslos schien. Tatsächlich antworteten ihm die Beamten aus Berlin, dass 23 Millionen Personalkarten, ca. 150 Millionen Verlustmeldungen und 100 Millionen namentliche Meldungen da lagen, namentlich nach Geburtsdaten geordnet. Der einzige Weg zur Wahrheit war Oral History. Christoph empfahl Mutu, seine eigenen Erinnerungen mit denen der Zeitzeugen zu vermischen, sodass er sich ein genaueres Bild des Kontexts machen sowie die Atmosphäre des Partisanenkriegs wieder evozieren konnte. 1990 ging aus der Kombination der mündlichen Quellen und der Dokumente aus den deutschen Militärarchiven erste Ergebnisse hervor. Mit der Hilfe von Christoph und anderen Mitarbeitern, unter anderem Michele Calandri in Cuneo und Carlo Gentile in Köln, begrenzte sich die Forschung schließlich auf einen deutschen Offizier vom Ostbataillon 617 im Frühling-Sommer 1944. Am 17. Juni 1991 schrieb Carlo Gentile, dass er die lang erwartete Spur in der Vermisstenliste des Deutschen Roten Kreuzes gefunden hatte. 5. Juli. Ein sehr ausführlicher Brief von Carlo Gentile an Michele. Endlich kommt etwas Licht in das Dunkel um das Attentat von San Rocco. Ich weiß nicht mit absoluter Sicherheit, welche deutschen Einheiten im Juni 1944 in der Kaserne von San Rocco Castagnaletta lagen. In meinen Unterlagen kann ich aber sicher einige Angaben finden. Nach dieser überaus vorsichtigen Vorrede zählt Gentile eine ganze Reihe von Daten auf, die damalige Lage mehr als erschöpfend kennzeichnen. Am 10. Mai lag in der Kaserne, ich stelle mir vor, es ist die heutige Nanzubian heißt, das Kommando des Ostbataillons 617, Feldposten Nummer 07946, unter Hauptmann Lindberg, das um diese Zeit aus dem Susatal hierher verlegt worden war, mit der 1. und der 4. Kompanie. Außerdem ein Zug der 4. Kompanie des Ostbataillons 263. Alle Einheiten waren zur Ausbildung in San Rocco. Die 2. und 3. Kompanie des Ostbataillons 617 lagen in Borgo San Dalmazzo, während das Kommando und 2 Züge der 4. Kompanie des Ostbataillons 263 in Tronero waren, die 1. Kompanie in Saluzzo und die 2. Kompanie in Pont-Saint-Martin. Carlo Gentile kommt zu folgendem Schluss. Ich glaube, man darf auch ohne eindeutigen Quellenbeweis annehmen, dass der am 14. Juli verschollene Soldat dem Ostbataillon 617 angehört haben muss. Soweit ich weiß, waren alle anderen Einheiten sowjetischer Freiwilliger bei den Besatzungstruppen im Mai 1944 aus dem Kreis Cuneo entfernt worden. Carlo Gentile bringt mich aber noch weiter zum Staunen, denn er hat weit mehr getan, als sein Material zu sichten. Ich habe mit der zuständigen Abteilung des Bundesarchivs in Aachen telefoniert. Die Untersuchung ist ziemlich schwierig, denn die persönlichen Daten einiger Millionen von Soldaten sind dort alphabetisch geordnet. Man müsste also Namen, Vornamen und Geburtsdatum des betreffenden Soldaten kennen. Man könnte jedoch wenigstens versuchen, eine allgemeine Anfrage an das Archiv zu stellen. Wenn es sehr dringend ist, könnte ich mich bis September darum bemühen. Ich bräuchte allerdings eine schriftliche Anfrage auf Papier des Instituts Historischer Resistenz dafür, um sie beim Archiv vorzuweisen. Die Anfrage könnte die im Institut bereits gesammelten Angaben und den Zweck der Nachforschung enthalten. Ich habe zwei Hinweise gefunden, die man vielleicht weiterverfolgen sollte. In den Vermisstenlisten des jungen Leutnant namens geboren am 18. September 1920 in Marburg an der Nahe. Er war ein Zivillebensstudent und noch im Mai 1944 in Pinerolo. Wenig später ist er verschollen. Sobald ich die schriftliche Anfrage aus Cuneo in den Händen habe, werde ich auch diese an das Bundesarchiv weiterleiten. Also, diese Forschung war auch sehr technisch.
Am 23. September 1991 kam die Bestätigung aus Aachen, dass der von Carlo Gentile bezeichnete Vermisste wirklich Rudolf Knaut aus Marburg war. Die Entdeckung war aus zwei Gründen wichtig. Erstens, weil die Archive einen zuverlässigen Weg zur Lösung des Rätsels in einer Zeit des Stillstands eröffnet hatte. Noch wichtiger ist allerdings der zweite Grund, denn in Marburg, wo Rudolf Knaut Rechtswissenschaften an der Universität studiert hatte, gibt es ein wichtiges Institut für Romanistik, wo damals Professor Bodo Gutmüller arbeitete. Das Netzwerk der Vermittler Christoph, Carlo und Michele schloss sich der Italienist aus Marburg an, der Revelli 1993 einlud, nach Marburg zu kommen, die Studenten zu treffen und über diesen Jungen zu sprechen, der viele Jahre zuvor im Krieg gestorben war. Natürlich hat Bodo Gutmüller auch an der Forschung mitgewirkt, Rudolf Knauts Freunde und Verwandte aufzufinden, um seinen Hintergrund, seinen Charakter, seine Orientierung im Krieg zu rekonstruieren, wie lesen können im Brief. Brief vom 6. September. Aus Marburg antwortet Professor Gutmüller auf meine Fragen. Erstens. Wilser hat Rudolf Knaut schon vor dem Krieg gekannt. Außerdem bestanden zwischen den Familien Wilser und Knaut freundschaftliche Beziehungen. Zweitens. Knaut stand der NSDAP skeptisch gegenüber, aber nicht skeptischer als seine Klassenkameraden. Drittens. Bevor er sich für den Offizierslehrgang einschrieb, war er Unteroffizier. Auf der Kriegsschule wurden Offiziere ausgebildet. Viertens. Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem Tod von Rudolfs Bruder und seiner Entscheidung, Reserveoffizier zu werden. Diese Entscheidung hatte er schon vor dem Tod des Bruders gefällt. Fünftens. Die Einstellung Knauts zum Krieg unterschied sich nicht wesentlich von der anderer Soldaten. Wilser hält es für nicht sehr wahrscheinlich, dass Knaut mit seinen Ausritten absichtlich den Tod gesucht habe, denn er war voller Lebensfreude. Aber Wilser weiß natürlich über Knauts Lebensbedingungen in der Kaserne von Cuneo nicht Bescheid. Sechstens. Knaut konnte nicht Russisch. Wahrscheinlich wurde er nicht befragt, als er zum Ostbataillon 617 versetzt wurde. Gutmüller will, dass ich nach Marburg komme. Sie werden sehen, dass Sie in keiner Weise taubstumm sein müssen. Die Italienisten Marburgs würden Sie liebend gern begleiten. Was mich abhält, ist die Angst davor, neue Nachforschungen zu beginnen. Nachforschungen innerhalb der Nachforschung. Ich wollte nicht in intime Familienangelegenheiten der Knauts eindringen. Ich will nicht weiter alles wissen. Außerdem habe ich die Befürchtung, mich allzu sehr an Rudolf zu binden. Erst wenn die Arbeit abgeschlossen ist, werde ich nach Marburg fahren. Also, war Rudolf nicht Mitglied der NSDAP? Er war nur einer vor der vielen deutschen Jungen, die der Krieg fortgerissen hatte. Einige von Gutmüller gefundenen Zeitzeugen sagten, dass er vom Krieg nicht begeistert und politisch nicht sehr sportlich und der Partei gegenüber skeptisch eingestellt war. Wilhelm hatte auch Rudolf Knaut in Russland gekämpft, wo sein älterer Bruder Wilhelm am 25. Juli 1943 gefallen war. Rudolf war anscheinend weder ein Held noch ein Verbrecher, sondern so schrieb Carlo Gentile, Offizier bei einem Bataillon, das ausschließlich zur Partisanenbekämpfung, und das heißt auch gegen die Zivilbevölkerung, eingesetzt wurde. Auch er war ein Rädchen in der großen Kriegsmaschinerie der Nazis. Revelli erkannte an, dass Carlo sehr viel Wahres schrieb. Man konnte nicht ausschließen, dass Rudolf kein guter Mensch war. Aber man konnte auch von den eindeutigen Beweisen nicht behaupten, dass er schlecht war. Obwohl die Legende seiner Erinnerung an die deutschen Bächen widersprach, wollte Revelli diesmal lieber noch mit offenen Augen träumen. Denn stimmt auch Christoph zu, als er den Schriftsteller ermahnte, die ganze Forschung in ein Buch zu fassen. 28. Dezember. Christoph ist im Kuni. Heute Morgen haben wir 3 Stunden mit dem Studium der Dokumente und Aufzeichnungen und mit der Diskussion des bisherigen Verlaufs der Arbeit anhand meines Tagebuchs verbracht. Christoph ist damit einverstanden, dass ich meiner Erzählung die Form eines Tagebuchs gebe, aber er ist unbedingt dafür, dass ich meine eigenen Kriegserlebnisse einbeziehe und sie auf keinen Fall ausklammere.
Es ist vielleicht gerade die Konfrontation deiner eigenen Erfahrungen in Russland mit dem, was unser einsamer Reiter wahrscheinlich erlebt hat, die dich dazu getrieben hat, dich dieser Forschung zu widmen. Dabei denke ich vor allem an deine Rückkehr aus Russland und an das Wiedersehen mit deinem Vater. Du warst nicht mehr dieselbe wie vor dem Krieg, sondern ein ganz anderer Mensch. Ich stimme Christoph daran zu, dass ich, als er zum ersten Mal nach Kunio gekommen war, noch glaubte, der Deutsche müsste den Krieg ebenso traumatisch erlebt haben wie ich. Deshalb hatte ich mich mit ihm identifiziert. Ja, ich war vollkommen verändert aus Russland zurückgekommen. Nur die Auflehnung gab mir die Kraft zum Weiterleben. Aus übergroßer Liebe hat mich mein Vater an meinen Orden erinnert, vielleicht weil er fürchtete, ich könnte mich als Verlierer fühlen. Auf dem Rückweg nach dem katastrophalen Zusammenbruch der Front hatten viele von uns versucht, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen, mit den Leuten in den Hütten, in denen wir unterkamen. Das war die einzige Möglichkeit, sich ans Leben zu klammern. Genau das sind die Dinge, die du schreiben musst, Nuto. Als wir uns bei Marco am Abend nach dem Kongress in Turin kennengelernt haben, war ich sofort beeindruckt von der Art, wie du von dem einsamen Reiter gesprochen hast. Du hast erzählt und ich sah den blonden Reiter auf seinem weißen Pferd vor mir, denn wenn der Reiter blond war, dann musste das Pferd weiß sein. Dieser gute Deutsche, der mit den Leuten sprach, sich mit den Kindern unterhielt und ihre kleinen Köpfe von seinem Pferd herabstreichelte. Vielleicht hast du aber gar nicht gesagt, dass er die Kinder streichelte. Nein, das habe ich nicht gesagt. Damals glaubte ich allerdings noch, dass der Deutsche ein anständiger Mensch war und dass er ab und zu auf der Tenne eines Hofes Halt gemacht hatte, um mit den Kindern ein paar Worte zu wechseln. Die Geschichte mit den Kindern stimmte aber nicht und hat sich bald in nichts aufgelöst. Ja, diese Legende. Am meisten aber hat mich beeindruckt, dass ausgerechnet du als ehemaliger Partisanenkommandant von dem guten Deutschen sprachst. Ich sagte mir damals, den muss man ausfindig machen. Dieser seltsame Partisanenkommandant wird niemals nach Freiburg gehen und in den deutschen Archiven suchen. Ich muss ihm helfen. Deshalb bin ich nach Kunio gekommen. Wir sind dann unsere späteren Begegnungen noch einmal durchgegangen und haben noch einmal das Auf und Ab von Hoffnung und Enttäuschung durchlebt. Vor allem die Entdeckung der Dokumente in Freiburg und Christophs ersten Besuch im Archiv in Berlin. In jedem großen Palast voller Papiere, die Leben und Schicksal von Millionen von Menschen aufbewahren. Am Ende war diese Legende des einsamen Reiters anscheinend nur ein Mythos. Die Gestalt solch eines Menschen, die die Kinder streichelt und in seiner Freizeit Bach spielt, löst sich in nichts auf, so Christoph. Realistischer dagegen scheint mir inzwischen die These, er sagt, dass Rudolf patrouilliert. Besser den Tatsachen im Gesicht sehen, als den Vorstellungen in unseren Köpfen nachhängen. Was aber tun wir ohne diese Vorstellungen? Christophs Worte scheinen zu sagen, dass man aus bloßer Realität stirbt. Ich füge hinzu, dass kein Mythos unhistorisch bzw. falsch ist. Mythen sind Erzählungen, durch die man die Realität mit Sinn erfüllt. Die Arbeit des Historikers endet nicht, wo sich Fakten und Dokumente überlappen. Die Pflicht des Historikers berührt auch die Moralität der Geschichte. Der verschollene Deutsche ist deshalb auch und vor allem eine Meta-Erzählung, die die Moralität der Geschichte in Frage stellt. Revelli fand in der Gattung Tagebuch die ideale Weise, seine Spurenforschung zu erzählen, weil die tägliche Entwicklung der Forschung hier mit Dialog, Reflexion und Autobiografie vermischt wird. Das Tagebuch ist nicht nur eine Literaturgattung, sondern eine Weise des kritischen Nachdenkens. Das Buch endet mit den symbolischen Bestattungen. Danach bleibt ein seltsames Gefühl, das Revelli durch ein Bild ausdrückt. Er sagt, ein Bild ist mir im Gedächtnis hängen geblieben, das alle anderen zusammenfasst und sich enthält. Immer wenn ich mir die Ereignisse von Sarovo vergegenwärtige, sehe ich vor mir den weißen Fetzen von Rudels Unterhemd, denn das Hochwasser nicht mitgerissen hat, wie ein Symbol eines grausamen Schicksals, eines verbedeutenden Lebens des Scheiterns. Ein Besiegter ist auch ein nackter Mensch, der verdient, bemitleidet zu werden. Sicherlich ist es nicht einfach,
der aus dem Dialog zwischen Rebellion und Rhein zu dem Partisanen, der am 14. Juni 1944 mit seinem Patrouillenmann Rudolf Knapp überraschte und ihn tötete, hervorgeht. Rebelli sagt: Wie denken Sie heute, fast 50 Jahre später, über diese Begebenheiten? Renzo: Ich war noch nicht einmal 20. Der älteste von uns war Andrea mit seinen 22 Jahren. Wir waren jung. Das Schicksal wollte es, dass wir auf diesen Deutschen stießen. In diesen Augenblicken ist es schwierig zu entscheiden, ob man töten soll oder nicht. Für mich waren die Deutschen alle gleich. Nach dem 8. September hatten sie den Bruder meines Vaters umgebracht. Sie haben die schlimmsten Dinge getan. Und wenn sie einen von uns erwischten, wurde er aufgehängt. Die Deutschen. Viele wurden vielleicht gezwungen, brutal zu sein. Sie mussten einen Befehl ausführen. Heute heiße ich sie nicht mehr. Aber ich vergebe ihnen nicht. Also hier der Dialog beginnt. Die alten Griechen glaubten, dass ein unbegrabener Mensch dazu verurteilt war, nicht in die Unterwelt hineintreten zu dürfen. Unbegraben zu bleiben heißt, wie ein Gespenst hoffnungslos zwischen der Welt der Lebenden und der Unterwelt zu wandern, ohne Frieden und allein. Das Schicksal eines Vermissten scheint nicht deutlich anders zu sein. Denn Sittenfeind zu bemitleiden heißt nicht, die Grausamkeit und die Verbrechen der Vergangenheit zu vergessen, sondern zu verstehen, dass Hass ein Gefängnis ist, aus dem man nur sehr schwer herauskommt. Mitleid überwiegt über alle Verurteile und Überzeugungen. Als wenn ich den Brief bekam, den Hauptmann Lemberg an Rudolfs Eltern geschickt hatte, um das Verschwinden ihres Sohnes mitzuteilen. Einsatzort, den 30.06.44. Sehr geehrte Familie Knaut, nach langem Überlegen und Warten muss ich Ihnen nun doch die Nachricht zukommen lassen, dass Ihr lieber Sohn seit dem 16.06.44 vermisst ist. Ich habe deshalb mit der Nachricht an Sie, werte Familie Knaut, gewartet, weil ich immer noch gehofft hatte und auch heute die Hoffnung nicht aufgebe, dass Ihr lieber Sohn eines Tages doch wieder zurückkommt. Da es in der letzten Zeit häufig vorgekommen ist, dass deutsche Soldaten sowie auch Offiziere von den Banditen gefangen genommen, aber nach Abnehmen der Waffen wieder freigelassen wurden. Ihr lieber Sohn verließ am 16.06. gegen 6.30 Uhr allein mit seinem Pferd die Unterkunft. Gegen 7.15 Uhr kehrte das Pferd allein zurück. In der Annahme, dass ihr Sohn verunglückt sei, wurde ein verstärkter Zug angesetzt, um das Gelände zu durchstreifen. Durch Aussagen von Zivilisten ergab sich aber, dass ihr Sohn von Banditen überfallen und auf einem LKW mitgenommen worden ist. In welcher Richtung der Wagen gefahren ist, blieb unbekannt. Ich habe nun V-Leute angesetzt, um festzustellen, bei welcher Bande ihr Sohn festgehalten wird, um dann mit dieser Gruppe in Verbindung zu treten. In der Hoffnung, dass ihr Sohn eines Tages doch noch zurückkommt oder es mir durch Verhandlungen gelingt, ihren Sohn freizubekommen, verbleibe ich Ihnen alles Gute und das Beste für die Zukunft wünschen, Ihr R. Lamberg, Hauptmann 079460A. Carlo ist angesichts der Dokumente aus Marburg überzeugt, dass nun keine Zweifel mehr über die Identität des einsamen Reiters bestehen können. Natürlich werde ich noch nach Wegen suchen, die uns erlauben könnten, die Persönlichkeit und die Geschichte von Rudolf Knaut besser kennenzulernen. Ich habe da schon einige Ideen, über die ich in Kürze im Studio mit dir sprechen will. Du kannst dir sicher vorstellen, dass mich die Entdeckung der Dokumente in höchste Aufregung versetzt hat. Carlo hat ganz recht. Wir sind am entscheidenden Wendepunkt. Immer wieder lese ich mir die Dokumente aus Marburg durch, die mich tief bewegen. Statt auf das erzielte Ergebnis stolz zu sein, bin ich eher traurig als zufrieden. Diese trockenen und schon etwas vergebenen Papiere gewähren mir Einblick in das Schicksal einer Familie, die den Krieg ausgelöscht hat. Sie schüchtern mich irgendwie ein, denn sie wirken wie die Blätter eines sehr persönlichen Testaments. Hauptmann Lemberg trifft mit seinem realistischen und zugleich sehr mitfühlenden Brief fast die ganze Wahrheit. Er nennt nie den Namen Rudolf, sondern spricht von ihrem lieben Sohn und berichtet, dass er allein ausgerichtet sei. Dann sei er von Banditen überfallen und auf einen LKW mitgenommen worden.
ein Lastwagen? Entweder hat Lindbergh an eine Fehlinformation geglaubt, oder er hat sich ihrer aus Mitleid bedient, um das Attentat weniger dramatisch erscheinen zu lassen. Die Vorstellung, dass Pferd sei freigelassen worden, weil es störte und Rudolf sei auf einem Lastwagen fortgeschafft worden, erscheint weniger grausam und lässt noch hoffen. Wie der Philosoph Manuel Lindner schrieb, ist das menschliche Gesicht der unzerstörbare Kern der Menschheit. Als der Welt das Bild Rudolfs bekam, erlebte das befreiende Gefühl der Versöhnung. Er schrieb: Lange betrachte ich das Foto von Rudolf und bin tief bewegt. In einer Schlacht zu sterben gehört zur Realität des Krieges, der man ins Auge sehen muss. Im Krieg trägt man zwei Beutel bei sich, einen zum Austeilen, einen zum Einstecken. Aber zu sterben, wenn man es am wenigsten erwartet, in einer Umgebung, die mehr nach Frieden als nach Krieg aussah, ist wirklich ein grausamer Streich des Schicksals. Wie dumm und absurd ist doch der Krieg. Ja, ein Freund von Rebelli fügte hinzu, die Geschichte von Rudolf Naut war eine Geschichte von so viel Leid. Dieses Buch ist am Ende auch eine Geschichte einer merkwürdigen Freundschaft. Alle Geschichten, so Aristoteles, haben einen Anfang, eine Entwicklung und einen Schluss. Rebelli, der Protagonist dieser Erzählung, gelangt aus einer Gefangenschaft, er ist gefangen in seinem Hass gegen die Deutschen, in die Freiheit, die Anerkennung der Menschlichkeit des Feindes. Bemerkenswert ist, dass Rebelli den ersten Versuch unternommen hat, sich mit der Vergangenheit und mit den Deutschen zu versöhnen, indem er sich mit einem ehemaligen Wehrmachtsoffizier in Verbindung setzte, der in dem Buch unter dem Pseudonym Karl versteckt ist, der Rebelli während einer Debatte kennengelernt hatte und dem er die Geschichte des Vermissten erzählt hatte. Ihr Dialog wird jedoch nach einem ersten gemeinsamen Versuch, Erinnerungen an die Vergangenheit zu teilen, zusammenbrechen. Rebelli schrieb: Wir gehören beide der Generation der anderen Gentian. Und deshalb gestaltet sich der Dialog zwischen uns vielleicht schwieriger als erwartet. Ich hatte gehofft, wir könnten Freunde werden. Wenige Jahre nach der Veröffentlichung des Buches erzählte Rebelli in einem Interview, dass seine Reise nach Marburg 1994 ein doppeltes Ergebnis gehabt hatte. Das Vormittagstreffen mit den Studenten von Gudrun Müller war am Regen und furchtbar gewesen. Die jungen Leute waren neugierig und interessiert, offen. Sie hatten viele Fragen gestellt. Am Abend jedoch, als der Schriftsteller in einem Literaturcafé auf ein breiteres Publikum gestoßen war, verlief es anders. Es gab mehrere Leute im gleichen Alter wie Rebelli und der Dialog war angespannt, zurückhaltend gewesen. Bei einigen unbequemen Themen hat die Diskussion noch nicht begonnen. Frieden ist ein kostbares Gut, aber kein erworbenes Recht. Frieden ist das Ergebnis eines langen Prozesses der Zusammenarbeit, Konfrontation, Selbstkritik und manchmal kann die Kriegserzählung paradoxerweise ein grundlegendes Mittel sein, um diesen Prozess zu erreichen. Vielen Dank.